Audi Generation Award 2007. Audi Generation Award 2007. In der Kategorie Wirtschaft. Die Preisträger in der Wirtschaft, Sie haben es ja bereits im Video sehen können, sind zwei Unternehmer, die ja in der Dienstleistungsbranche wirklich führend sind. Es handelt sich um Jens Bormann, er ist 38 Jahre alt und sein Kollege und sein Unternehmerpartner Carsten Wulff, der 36 Jahre alt ist, und heute bekommen Sie, lieber Herr Jens Bormann, den Audi Generation Award. Sie haben sich ihn verdient. Kommen Sie hierher. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich riesig über den Award und ich darf das auch im Namen meines Partners Carsten Wulff sagen, der heute leider mit Grippe im Bett liegt. Ja, und natürlich Dankeschön an unser, da waren die Zahlen eben falsch, 2800 Mitarbeiter umfassendes Team. Ja, das jeden Tag mit unseren Tugenden, mit Leidenschaft, Teamgeist, Fairplay und dem besonderen B&W-Siegeswillen ja, einen tollen Job macht. Der Audi Generation Award 2007. In der Kategorie Sport. Er ist dynamisch, er ist flexibel, er kämpft hartnäckig mit Disziplin und lässt sich auch durch Rückschläge niemals entmutigen. Schon in seinen jungen Jahren ist er gleich in mehreren karitativen Einrichtungen engagiert. Ich freue mich, dass ich am heutigen Abend bei dieser Veranstaltung anwesend sein kann. Obwohl ich natürlich auch sehr gerne für die Nationalmannschaft gespielt hätte. Preisverleihungen sind ja immer ein Anlass, ausgiebig Danke zu sagen. Somit packe ich die Gelegenheit beim Schopfe und will hier ein ganz spezielles Dankeschön loswerden. Für mich gilt, dass meine Familie, wozu ich meine Freundin Nicola zähle, einen erheblichen Anteil an meinem Erfolg hat. Meine Familie hat mir immer Rückhalt gegeben. Der Audi Generation Award 2007. In der Kategorie Musik. Sie kriegt nie genug vom Leben. Sie lacht nur für mich, denn ihr geht's gut. Sie weiß, dass gerade jetzt unsere besten Tage angebrochen sind. Denn es scheint die Sonne hinter dem Nebel. Und das alles mit dieser unverwechselbaren Stimme. Eine Revolution, die sich hauptsächlich in Zweierbeziehungen abspielt. Ganz wie im richtigen Leben. Ich möchte mich vorerst natürlich mal für die Einladung bedanken im Namen meiner Crew und meiner Band, die heute auch mit ist und bei denen ich mich auch wiederum bedanken möchte, weil man kriegt immer einen Award, der eigentlich für 20 Personen eigentlich immer ist. Also wir reichen den dann immer herum im Nightliner. Nee. Danke an euch, dass ihr einfach da seid und mich immer begleitet. Jetzt muss ich mal fragen, bist du denn zufrieden mit denen, die den Preis bekommen haben natürlich? Also ich glaube, jeder, der heute einen Preis bekommen hat, war absolut preiswürdig. Es ist ja bei so einem neuen Preis immer sehr schwierig, sich zu entscheiden, wie positioniert man den. Und ich glaube, man hätte diese Positionierung des Preises nicht besser klar machen können als mit diesen Preisträgern. Also egal in welcher Kategorie, sie haben alle schon viel geleistet, sind aber trotzdem eben noch so jung, dass auch noch ganz viel vor ihnen liegt. Sie aber trotzdem eben auch schon das Zeug haben, Vorbild zu sein für die Generationen, die danach kommen. So wie Joe Kienemann hat auch er alle Hände voll zu tun. Philipp Grifenius, nämlich Veranstalter des Audi Generation Awards. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ja, wir haben jetzt 8 Jahre lang die Night of Generations hier im Bayerischen Hof veranstaltet.
Und nach der letzten Veranstaltung habe ich mir überlegt, man müsste eigentlich dieser Veranstaltung ein noch wertigeres Profil setzen. Und zwar eigentlich von Anfang an klar, wir wollen was für die New Generation tun. Und diese Idee ist sehr schnell geboren. Die Umsetzung für diese Idee hat dann doch ein Jahr lang gedauert. Deswegen ist ja auch die Night of Generations letztes Jahr ausgefallen. Ja, und ich bin sehr froh darüber und bin natürlich auch dankbar, dass wir einen Partner und Sponsor gefunden haben, der diesen Preis, nämlich den Audi Generation Award, fördert. Und das ist die Audi AG. Absolut. Und ich schließe mich dir an. Auch jetzt, was die Party angeht, denn die Aftershow-Party ist schon im vollen Gange und Alina ist für uns mitten im Getümmel dabei.